Es gibt wohl kaum ein Tier, über das so viele Mythen verbreitet sind wie über die Zecke. Zeit also, über den lästigen Parasiten zusammen mit Zeckenexperte Professor Dr. Süß ein paar Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Mythos 1: Zecken beißen. Sagt zwar auch Google, stimmt aber nicht. Es ist ein eindeutiger Stich. Die Zecke schneidet mit einem Werkzeug zunächst mal die Haut an und schiebt ihren Stechapparat eindeutig in einen Stichkanal. Und so können auch gefährliche Erreger wie Frühsommer-Meningoenzephalitis-Viren, kurz FSME, oder Borrelien übertragen werden. Mythos 2: Zecken gibt es nur im Frühling und Sommer. Das ist leider falsch, denn Zecken werden temperaturabhängig aktiv. Unterhalb von 7 Grad geben sie dann die Aktivität auf, aber darüber sind sie eben einfach aktiv. Als Schutz vor einer Infektion mit FSME ist es deswegen ganz wichtig, generell lange Kleidung zu tragen, wenn man sich in der Natur bewegt, und sich mit sogenannten Repellents einzusprühen. Diese schützen vor dem Befall. Auch wichtig, sich nach dem Spaziergang unbedingt gründlich absuchen. Mythos 3: Zecken muss man rausdrehen. Das bitte nicht machen. Empfohlen wird eher Folgendes. Die Zecke verhakt sich ja mit ihrem Stechapparat an Widerhaken in Haut und Muskulatur. Und deswegen hebeln wir sie etwas hin und her und ziehen sie einfach entschlossen mit einer Zeckenkarte oder einer gut schließenden Pinzette heraus. Und bitte auch kein Öl oder sogar Klebstoff verwenden. Damit sorgt man eventuell dafür, dass mögliche Erreger übertragen werden. Wichtig ist auch die FSME-Impfung, da die Krankheit ursächlich nicht behandelbar ist. Mit dem Aufbau des Schutzes kann jederzeit begonnen werden. Für einen mehrjährigen Impfschutz werden 3 Impfungen in einem festgelegten Zeitraum über mehrere Monate benötigt. Danach erfolgt eine regelmäßige Auffrischung. Steht die Zeckensaison unmittelbar bevor, kann auch kurzfristig ein Impfschutz für die aktuelle Saison aufgebaut werden. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt beraten. Noch einmal, bei Zecken ist die Vorsorge das beste Mittel. Also lange Kleidung tragen, zusätzlich mit Repellents einsprühen, gründlich absuchen und gegen FSME impfen lassen.